Ja, hallo, moin moin und schönen guten Tag, hätte ich bald gesagt, zu einem neuen Video mit dem Train Simulator. Wir haben mal wieder etwas Neues. Wie ihr hier schon sehen könnt, sitzen wir hier in einer, nicht in einer, sondern in einem Rotkäppchen. Das ist so genannt, nachdem es in Berlin ja viele, viele Spitznamen für die S-Bahn und U-Bahn gibt, ne? Die Taucherbrille, das ist die 481, ne? Die Cola-Dose, die Gisela und jetzt haben wir das Rotkäppchen. Nämlich die Baureihe 476, mitten in Berlin heißt das Add-on. Habe ich unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, erhältlich im Shop von Virtual Tracksnet und da sitzen wir auch schon und ich traue mich gar nicht hier auf Start zu drücken, weil das Ding ist, ist wirklich witzig und das rumpelt und rattert und macht richtig Laune. Ich habe schon mal eine kurze kleine Testfahrt gemacht und die Bremssteuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig, das kann ich schon mal vorweg sagen. Muss ich mal gucken, ob ich da auch vernünftig an den verschiedenen Bahnhöfen halten kann. Wir sind hier in Henningsdorf, wir haben Sommer, 4.25 Uhr und fahren nach Teltow. Wir fahren aber wahrscheinlich nur bis Potsdamer Platz oder kurz davor, nämlich das ist der neue Streckenabschnitt der kompletten S25, die jetzt von Henningsdorf über Potsdamer Platz, da endete ja im Prinzip von Teltow aus der alte Abschnitt, bis Teltow geht. Und ja, wir haben hier auch ein FIS, also dieses Fahrgastinformationssystem hier, das sehen wir hier, ne? Dieses Ding da. Das Ding hier, das stellen wir gleich ein. Die Zielcodes sind natürlich im Manual ersichtlich. Teltow wäre die 84. Und ja, Potsdamer Platz wäre die 074 und die 084 wäre Teltow. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen, sonst ist er eigentlich schon so weit aufgerüstet, das ist der Vorteil. Da brauchen wir gar nicht mehr so viel zu machen. Wir brauchen jetzt im Prinzip nur noch hier das Ziel eintragen. Und dann können wir im Prinzip dann auch schon los. Und das werde ich jetzt machen. Wir stehen hier, wie gesagt, in Henningsdorf. Und ich drücke gleich hier weg und dann geht das los. Und ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Und Wetter ist auch gut. Wie ihr sehen könnt, es ist bewölkt, ne, so kurz vorm Regen. Wir haben hier aber auch noch Rot und müssen warten. Und Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges, wie wir hier sehen können, sind 80 Stundenkilometer. Und das Teil kommt von 1930. Also richtig alt das Ding. Und das ja, muss man sehr feinfühlig fahren. Wir drücken das mal weg. Ich nehme die Pause weg und schon geht das los. Jo, da sind wir schon. Und als erstes tragen wir erstmal hier ein die 084 und zwar Ziel 084 und Start. Was passiert jetzt? Ja, den können wir leider blank nach Teltow. Blank? Was? Wieso blank? Ich will nicht blank fahren. Egal, wir gucken. Da stehen wir, hier in Henningsdorf. Nee, da ist blank. Was ist denn das? Nun stell dich mal nicht so an hier. Sag mal. Wieso blank? Oder muss ich hier was anderes eintragen? Keine Ahnung. Bei der Eingabe im Simulator sind führende Nullen wegzulassen. Ach so, okay. Dann machen wir nur die 84. Gucken wir mal, was jetzt passiert. So steht das zumindest im Manual. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. Blank nach Teltow. Nee, wollen wir doch nicht. Wir wollen nicht blank fahren. Warte mal, da muss ich mal hier oben in die andere reingehen. Zielverzeichnis Krügergerät, okay. Teltow, ja, Teltow. Das klappte doch vorhin noch. Potsdamer Platz ging irgendwie, keine Ahnung. Warum das jetzt hier nicht geht, Potsdam Stadt, Teltow. Oder müssen wir erst Kurs eintragen? Kurs 048. Kurs, okay. Kurs nicht verfügbar, okay. Und dann Ziel 084. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt mit uns hier. Kurs, Ziel. Ist immer noch blank. Das gibt's doch nicht. Dann tragen wir jetzt mal 074 ein. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, Vorführeffekt.
Da, Potsdamer Platz. Das funktioniert. Aber Telto funktioniert nicht. Aber egal, wir sind ja eh unterwegs zum Potsdamer Platz. Wir machen die Türen auf. Mit ganz normal mit Tee. Türen öffnen. Wollen wir mal gucken. Ah. Ah, sehr schön. Oh, da kommt was. Oh, die Taucherbrille. Die Taucherbrille ist da. Die Taucherbrille. Guti. Ja. Sonst haben wir, so, hier können wir noch ein bisschen Führerstandslicht anmachen. Brauchen wir nicht. Strom haben wir schon drauf. Ist alles. Eingefahrene Zug, bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Telto-Stadt. Ja, das gilt für die Taucherbrille, nicht für uns. Da müsst ihr immer ein bisschen. Telto-Stadt, einsteigen bitte. Oh ja, das sind wir. Das sind wir. Damit sind. Telto-Stadt, zurückbleiben. Schnauze! Da. Zug Viktor nach Telto-Stadt. Türen schließen. Türen schließen, das ist hier. Jetzt gehen die Türen zu. Da. Viktor nach Telto-Stadt. Abfahren. Oh, wir dürfen fahren. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich hier erstmal Fahrt. So, komm. Nun fahr. Husch, los. Nee. Er will nicht. So, muss erstmal gefüllt werden. Es muss erstmal gefüllt werden. Das macht ihr mit Taste Ü. Und dann Fahrt. Und dann geht das los jetzt hier. Los. Los. Husch. Nee. Doch. Jetzt fährt er. Also A gedrückt halten ohne Ende. Jetzt geht das los hier. Ich werd bekloppt. Oh ja. Und wo ist hier die Beleuchtung? Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Aber das finden wir alles raus so nach und nach. Oh mein Gott. Da ist er. Ja, ist noch so dunkel da drin, ne? Wollen wir nicht so schnell fahren hier. Weil ich weiß nämlich gar nicht, wie ich hier halten soll. Heiligensee ist unser erster Zwischenhalt. Ist unsere Höchstgeschwindigkeit hier. Tröd. Ja, ich mache mal ein bisschen Licht an. Hier können wir auch Blinklicht machen. Da können wir die anderen Züge als Begrüßung anhupen, hätte ich bald gesagt, mit der Lichthupe. So, jetzt ist Schluss. Halten. Oh, jetzt habe ich das, glaube ich, gut im Griff hier. Will ich zumindest hoffen. Ein bisschen langsam, aber egal. Wir sind ja auch im Doppelzug hier, glaube ich. Oh, das habe ich aber gut hingekriegt hier. Das habe ich gut hingekriegt. Alter Schwede. Türen auf. Türen öffnen. Ja, hier ist es von außen ziemlich leise alles. So, und jetzt muss ich nochmal auf die Suche gehen nach der Fahrgast. Telto-Stadt einsteigen, bitte. Was? Jetzt schon? Nun spinn mal nicht rum hier. Telto-Stadt, zurückbleiben. Zug Viktor nach Telto-Stadt, Türen schließen. Ja,
muss ich mal gucken. Zug Viktor nach Teltowstadt abfahren. Erstmal wieder füllen. Okay. Und los geht's. Oh, das geht aber richtig schnell jetzt hier, du. Jetzt geht's weiter. No, das klappt ja wie am Schnürchen hier. Oh, das sind wieder Schutzstrecken hier. Die übergucke ich heute mal. Gucken wir mal. So, Schulzendorf. Nächster Halt. Ja, wie kriege ich denn das Licht an? Da muss ich hinten nochmal gucken, ob da irgendwo ein Schalter ist. Boah, ist das Ding lahm, ne? Aber ist so. Kann man nichts gegen machen. Mann, bin ich aufgeregt. Das macht Laune. Aber vor allen Dingen könnt ihr hier auch mit der Taucherbrille fahren, weil die Ansagen-Trigger sind hier auch gesetzt und gelegt auf der gesamten Route. Da hoffe ich natürlich auf fleißige Szenariobauer, die mir ein Szenario mit der 481 bauen. Train FW, lieb Cook. Der macht das bestimmt für mich. Habe ich schon Verspätung? Ja, ne? Ach nee, um Uhrzeiten geht das hier heute gar nicht. Oh, ich muss das Licht anmachen, sonst haben die Fahrgäste doch überhaupt kein Licht hier. Sauerei! Das ist aber ein kleiner Bahnhof hier, du. Der ist aber nicht gerade lang, ne? Aber mit der Bremse komme ich jetzt immer besser zurecht, muss ich sagen. Türen auf. So, jetzt muss ich mal gucken hier, ob ich hier irgendwo Licht sehe. Was ist das? Das ist der Luftverdichter. Heizkreis brauchen wir nicht. Was ist das? Nach Teltowstadt einsteigen, bitte. Was ist das? Was ist das? Nach Teltowstadt zurückbleiben. Schnauze! Zug Viktor nach Teltowstadt Türen schießen. Was ist das? Führerraumbeleuchtung. Ach so, das ist das. Was ist das? Spitzenlichter. Zug Viktor nach Teltowstadt abfahren. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Nee, hab ich nicht. Mist! So, wo ist hier die Türen schließen? Da. Wo ist denn hier das Licht für den Führerraum? Da gibt es bestimmt irgendeinen Tastaturbefehl für. Warte, ich mach mal Pause. Ich guck mal schnell hier im Manual. Das habe ich gerade hier vorliegen. Rücktaste, Steuerung, okay. Handbremse, Leertaste, Fahrschalter. Fahrschalter ein, bla bla bla. SIFA, Türen schließen, okay. Ach so, Umschalt-T kann man auch schließen, aber ich mache das gerne hier mit der Taste. Scheibenwischer, Richtungs-, automatische Schnellaufrüsten bei kaltem Zug will ich nicht. Führerstandsbeleuchtung ein, aus, wäre Z, okay. Nee, habe ich jetzt nichts gefunden, im Manual steht zumindest nichts drin. Ach so, hier, Fahrgastlicht ein, aus, L wie Ludwig. Na, da bin ich gespannt. Okay. L. Ah, da haben wir das Licht, ja wunderbar. Wer sagt's denn? Und weiter geht das. Nächster Halt wäre Berlin-Tegel. No, da komme ich doch ganz gut zurecht mit. Da habe ich mir zu Anfang ein bisschen Sorgen gemacht. Als ich das Manual gesehen habe, gefühlt 300 Seiten, habe ich mir doch leichte Sorgen gemacht. Aber es geht. Und in diesem Krüger-Gerät müsst ihr Kurs und Ziel beides eintragen. Aber nach Teltow geht irgendwie nicht. Aber Potsdam geht. Oh, jetzt ist auch Licht an. Huch! Jetzt ist Licht an. Jo. Jo, heul, heul, heul nach Potsdamer Platz. Wunderbar. Ah, die Geräuschkulisse ist fantastisch. Einfach fantastisch. Da kommt er.
Jetzt mit Beleuchtung im Führerstand, aber auch für die Fahrgäste. Üppige Vegetation hier, unter anderem auch von Virtuereros. Ja, gleich haben wir unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht und mehr ist hier nicht als 80. So, was haben wir FPS hier? 52, das ist gut. Das ist gut. Können wir das schon ausmachen? Ich glaube ja. Machen wir mal aus hier vorne. Hauptsache hier die Fahrgäste haben Licht. Das ist am wichtigsten. Hier um 4.37 Uhr morgens im Sommer. Kurz vorm Berufsverkehr. So, Berlin-Tegel. Haben wir, glaube ich, nichts Gutes zu erwarten hier mit den zwei gelben Lichtern. Ich glaube, wir haben halt erwartend oder so. Nee, wir müssen hier rechts rüber. Das war eine 40er Einschränkung. Eine Geräuschkulisse, ne? Fantastisch. Also der Sound, wer auch immer ihn gemacht hat, herzlichen Dank. Das gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe euch auch. Oh, ich muss halten. Jo, links die Taucherbrille wartet schon. Da hinten fährt sie weg. Die Taucherbrille. Nach Henningsdorf natürlich. Logischerweise. Oh, der Kompressor läuft. Der hat sogar einen Kompressor. Da wirst du bekloppt. Wow. Alter Schwede. Nach Teltowstadt einsteigen, bitte. Jawohl. Teltowstadt zurückbleiben. Holla. Da werden auch die einzelnen Fahrstufen hochgeschaltet. Hört ihr das? Ah, Wahnsinn, ne? Und hinten auch nochmal. Oh, ist das geil. Alter Schwede. Huch, was scheppert hier so? Oh, wir dürfen 60. Es wird langsam heller hier.
Auch das Wetter ist ganz fantastisch gelungen. Das sieht gut aus. Eichhorndamm, der nächste Halt. Hier auf der S25. Und noch mal ein bisschen Lichthupe geben. Hier. Ja, aber es kommt uns ja auch kein Zug entgegen. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Schöne Rundumsicht hier. Sehr schön. Das gefällt mir. Oh, mega, mega Zuppler hier, du alter Schwede. Mist! Jetzt bin ich leider etwas übers Ziel hinausgeschossen. Naja, aber nur etwas. Naja, was soll's. Jo, Türen gehen auch nicht auf irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich T drücken, wie ich will? Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen... Nach Teltostadt einsteigen, bitte. Ja, ja, ist ja gut. Okay. Teltostadt zurückbleiben, bitte. Jawohl. Zug Viktor nach Teltostadt. Türen schließen. Türen schließen. Machen wir. Türen schließen. Zug Viktor nach Teltostadt abfahren. Naja, der Halt war jetzt nicht ganz so schön, aber kann ja mal passieren. Hier der Tacho, dass der Zugführer sehen kann, wie schnell er ist. Ist er hier? Nee, da ist er auch nicht. Okay. Wo ist denn hier der Tacho? Ach, da! Ah, da ist er. Oh, wir gehen langsam auf 80 zu. Nein! Mist! Hab ich voll überfahren, das Ding. Mist. Na, hoffentlich macht er das jetzt in Reinickendorf auch richtig jetzt. Weiß ich nicht. Ich glaube, selber Ansagen hier im Zug, nächste Haltestelle und so, die gibt's hier, glaube ich, gar nicht. In dem alten Zug, weil... Teltostadt einsteigen bitte. Siehst du? Das macht halt ein bisschen. Zurückbleiben. Ja, ja, zurückbleiben. Viktor nach Teltostadt, Türen schließen. Ja, ja, hab ich schon. Während der Fahrt habe ich die geschlossen. Alter Schwede. Ne? Zug Viktor nach Teltostadt abfahren. Toll, machen wir. Türen schließen. Aber jetzt halten wir hier mal vernünftig. Und zwar in Reinickendorf.
Hier müssen wir jetzt mal vernünftig halten. Jawohl, hier gehen die Türen auch auf, so nacheinander, alle. Ja, Wahnsinn, ne? Nach Teltow-Stadt einsteigen, bitte. Oh, da geht aber schnell hier, du. Alter Schwede. Teltow-Stadt zurückbleiben. Zug Viktor nach Teltow-Stadt Türen schließen. Zug Viktor nach Teltow-Stadt abfahren. Na, das klappt ja hier alles wie am Schnürchen. Nee, wunderschönes Modell hier, gefällt mir. Kann man hier auch noch Fenster aufmachen? Nee, kann man nicht. Rollos runter machen? Geht auch nicht. Oder das geht mit irgendeinem Tastaturbefehl, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Oh, da ist wieder ein böses Signal da hinten. Ganz böse. Ja, und die Strecke fordert aber einiges vom PC. Solltet ihr also wirklich nur fahren, wenn ihr in 64-Bit fahrt. Steht auch ausdrücklich im Manual drin. 64-Bit ist Grundvoraussetzung. In 32-Bit wird das Ding wohl nicht lange überleben. Jetzt habe ich rot. Nein. Na, jetzt habe ich grün. Okay. Da war eben rot. Habt ihr gesehen? Jetzt ist grün. Mit 60. Signale funktionieren auch hier perfekt. Oh, hier wieder Graffiti ohne Ende. Aber sowas von. Oh, ein Flieger ist auch unterwegs da oben. Schönholz. Wir werden uns mal schön ausrollen lassen. Wir müssen hier sowieso rüber, glaube ich. Links wieder die Taucherbrille, die Baureihe 481. So, kann man denn hier drin auch die Türen sehen, wie sie auf und zu gehen? Nee, natürlich nicht. Okay. Wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt. Teltow-Stadt einsteigen, bitte. Teltow-Stadt zurückbleiben. Zug Viktor nach Teltow-Stadt Türen schließen. Zug Viktor nach Teltow-Stadt abfahren. Hinten, ne? Alter, ist das geil gebaut hier. Also, ja,
Ich weiß nicht, wie lange man hier gebaut hat, aber ich glaube, einige Jahre sind da sicherlich ins Land gegangen, hundertprozentig. Das Ganze für 30 Euro. Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr das herbekommt. Und ich denke, die 30 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Ihr bekommt nicht nur die komplette Route zwischen Teltow und Henningsdorf, sondern auch noch diesen Triebwagen dazu. Nämlich diese Baureihe 476, auch genannt das Rotkäppchen. Hier, Wolllangstraße oder so ähnlich, okay. Ja, genau bis zu den Haltetafeln schaffe ich das immer nicht so mit meiner Feinjustierung der Bremsen. Gucken wir hier nochmal. Nach Teltowstadt einsteigen, bitte. Was? Nun hetzt mal nicht so rum hier. Teltowstadt zurückbleiben. Ja, ist ja gut. Zug Victor nach Teltowstadt, Türen schließen. So, Türen schließen. Zug Victor nach Teltowstadt abfahren. Aber so der alte S-Bahn-Sound, ne? Der ist so geil. Das macht richtig Laune. Genau wie die Hamburger 470er S-Bahn, die uralte, die hier noch als Museumszug unterwegs ist. Die hat auch noch diesen Ur-Sound irgendwie. So, Bornholmer Straße. Ja, mit der Bremsen, da müsst ihr ein bisschen trainieren, ne? Dann klappt das auch. Oh, 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 oh. Da hinten sieht man schon den Fernsehturm, der Alex. Oh, Bornholmer Straße, das sieht ja auch richtig geil aus hier. Da haben wir schon Gesundbrunnen gleich. Ist alles in Ordnung. Bornholmer Straße. Alter Schwede, was haben die denn hier verbaut? Um Himmels Willen. Nach Teltowstadt einsteigen, bitte. Guckt euch das an. Wahnsinn. Teltowstadt zurückbleiben, bitte. Zug Victor nach Teltowstadt Türen schließen. Ja, hab ich doch schon. So, und jetzt? Zug Victor nach Teltowstadt abfahren. Und abfahren. Machen wir. Nächster Halt Gesundbrunnen. Aber ich glaube, das geht ja schon in den Tunnel, glaube ich. Oh oh. Jetzt geht das in den Tunnel. Nee, doch noch nicht. Gott sei Dank. Oh, schöne Schienenkratzgeräusche. Ich liebe sie. Hört euch das an. Ist das geil. Jawohl, 60. Machen wir.
Wir sind sogar langsamer. Jo, links ist Nah- und Fernverkehr und hier rechts ist S-Bahn. Kennen wir auch aus dem Train-Simulator. Sehr schön. Alter Schwede. So, was haben wir noch für Halte? Gesundbrunnen sind wir jetzt. Dann haben wir noch die Humboldt-Hain, Berlin Nordbahnhof, Berlin Oranienburger Straße, Berlin Friedrichstraße, unter den Linden, Berlin Potsdamer Platz. Und da werden wir halten. Nämlich, das ist der letzte Bahnhof mit der alten Route von Teltow aus gesehen. Nach Teltowstadt. Einsteigen bitte. Jawohl. Teltowstadt, zurückbleiben. Weiter geht's. Jetzt geht es aber in den Tunnel, glaube ich zumindest. Jawohl, jetzt geht es in den Tunnel. Jetzt geidert in den Tunnel. Humboldt-Hain. Nee, geht doch nicht in den Tunnel. Geht wieder raus. Man merkt, ich komme nicht aus Berlin. Ach, den Toaster habe ich auch noch vergessen als Spitzname. Für eine S-Bahn hier. Taucherbrille, Toaster, Gisela, Cola-Dose und Rotkäppchen. Alles vertreten hier. Alter Schwede. Da habt ihr richtig was zu gucken hier. Natürlich kann ich euch hier in einer Neuvorstellung nicht jeden Quadratzentimeter zeigen, sondern hauptsächlich das, was man hier vom Führerstand aus sehen kann. Teltowstadt, zurückbleiben. Zug Viktor nach Teltowstadt, Türen schließen. Oh, jetzt bin ich mit der Maus hier rübergekommen. Türen schließen, jawohl. Zug Viktor nach Teltowstadt, abfahren. Nächster Halt Berlin Nordbahnhof. Also ich komme aus dem Staunen nicht heraus hier, was hier alles verbaut worden ist. Und auch das Szenario ist sehr gut gebaut mit unheimlich viel KI-Verkehr.
Jetzt sind wir aber im Tunnel. Nun ist es soweit. Nun ist es soweit. Jetzt mache ich auch mal Licht an hier. Besser ist das. Jetzt sind wir im Untergrund. Oh, fantastisch. Jo, langsam habe ich den Dreh raus hier. Aber sowas von. Oh, wir haben sogar hier Außenansicht. Wahnsinn. Huf, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Bin ich hier? Nee. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da hinten. Ja, schöne Beleuchtung hier. Sehr, sehr schön. Jo, da haben wir hier auch, ne? Schön Telto stehen und so. Auch sehr schön. Da drüben geht's auch nach Telto. Überall geht's nach Telto hier. Hier auch? Nach Teltostadt. Nee, hier geht's nach Henningsdorf. Okay. Jo, Ausgang. Teltostadt, zurückbleiben. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Rumsch, rumsch, rumsch. So, 50 dürfen wir hier. Berlin-Oranienburger Straße. Mit den Bremsen komme ich langsam klar. Aber sind trotzdem, trotz allem, doch noch etwas gewöhnungsbedürftig. Da werden sich sicherlich viele von euch schwer tun mit. Aber da müsst ihr ein bisschen üben. Auch ein bisschen länger gedrückt halten, die Bremse. Aber nicht zu lange. Dann bremst er nämlich zu doll und im richtigen Moment loslassen. Nach Teltostadt einsteigen, bitte. Nach Teltostadt zurückbleiben. Noch ein bisschen füllen, bevor ihr losfahrt. Sonst dauert das zu lange, bis er dann losfährt. So, Berlin-Friedrichstraße. Schwung nehmen hier, damit ich hier im Berg hochkomme. Das schafft er nicht. Soll ich anschieben?
Kompressor ist, glaube ich, auch wieder an, oder? Hört sich zumindest so an. Huch. Na. Mal das für acht nehmen hier. Jo, vorne läuft der Kompressor. Rolltreppen funktionieren auch. Sehr schön. Nach Teltostadt einsteigen, bitte. So, alle einsteigen. Husch, husch. Teltostadt zurückbleiben. Also die Geschwindigkeit lässt sich hier sehr gut halten. Bin ich etwas zu schwach hier reingefahren. Na perfekt. Unter den Linden. Unter den Linden. Teltostadt einsteigen, bitte. Teltostadt zurückbleiben, bitte. Verschwindet er! Weg ist er! So, da haben wir auch schon Berlin, Potsdamer Platz. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem neuen Add-on haltet. Mitten in Berlin nennt sich das mit der Baureihe 476, auch genannt das Rotkäppchen. Und komplett von Henningsdorf über Potsdamer Platz nach Teltow kann man jetzt fahren. Fahrzeit rund 75 Minuten. Wir fahren jetzt hier nur bis Potsdamer Platz. Das ist der Ort, wo die alte Route ja aufgehört hat. Und wir sind jetzt praktisch den kompletten neuen Abschnitt gefahren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oh, stopp! Husch! Was? Na, sauber! So muss das sein. Türen gehen auf, will ich zumindest hoffen. Oh, das ist ja auch eine gute Ansicht gewesen von hier. So, hier. Ja, das ist eine gute Ansicht hier. So, hier. Und oben drüber ist auch noch was? Achso, nee, da ist nichts, okay. Alles Roger. Hier im Potsdamer Platz verabschieden wir uns vom Zug. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Nach Teltostadt einsteigen, bitte. Oder eine Kaufempfehlung oder eben nicht, je nachdem. Teltostadt zurückbleiben. Für viele, die sich hier ein bisschen unschlüssig waren, kaufen oder nicht kaufen, sind jetzt vielleicht etwas schlauer. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.